Hey Freunde, was geht? Momo hier. Heute mal wieder ein Video von mir. Heute geht's um das Unbreak-Cable. Heute auch mal so ein Vlogger-Style. Ich habe das Video nämlich schon abgedreht und dachte, eine Anmoderation wäre aber trotzdem ganz cool. Und hier sind wir. Ja, wie gesagt, es geht um das Unbreak-Cable. Wer kennt's nicht, so gebrochene Lightning-Cable, nach einer Weile Nutzung ist das meistens gar nicht zu vermeiden. Aber SyncWire hat da eine Lösung, Unbreak-Cable nennt sich das Ganze. Also viel Spaß, die Kamera wird schwer. Wir sehen uns vielleicht im Outro, aber vielleicht auch nicht. Ciao! Das ist es also, das unzerstörbare Unbreak-Cable. Und wir schauen uns mal an, was da drin sich so befindet. Wird jetzt ein ganz schnelles Unboxing, da tut sich sicherlich nicht so viel. Wir haben hier einmal die Verpackung, die ganz schlicht gehalten ist. Und innen drin befindet sich dann einmal das Kabel aufgerollt. Unbreakable von SyncWire. SyncWire-Kabel nutze ich jetzt schon eine Weile. Ich habe das normale Lightning-Cable von denen mir letztes Jahr mal gekauft und es funktioniert heute immer noch. Das Kabel, was ich jetzt hier habe, das kaputt ist, das ist das von Apple, was mit meinem iPhone mitgeliefert wurde. Und das ist halt auch eine Stelle an meinem Bett, da wird es am meisten beansprucht, weil das Kabel da so ein bisschen blöd hinter meiner Kommode liegt und manchmal fällt es runter, dann ziehe ich es hoch aus der Ritze, die dann offen ist. Und alles in allem ist es eine ganz anspruchsvolle Position und SyncWire hat jetzt hier ein Kabel, was mit einem Material ausgestattet ist, was 40% stärker als Kevlar sein soll. Also Kevlar ist das, was man von schutzsicheren Westen kennt, und ich ziehe und zerre hier mal dran, um zu gucken, ob das jetzt irgendwie Probleme ergibt. Und nein, jetzt teste ich das Ganze noch einmal. Es hat funktioniert, es lädt immer noch einwandfrei und da verspreche ich mir echt viel von. Die einzige Stelle, die wohl kritisch sein sollte, ist der Anschluss selber, also die zwei Enden. Da könnte ich mir vorstellen, dass da mit der Zeit vielleicht doch Probleme entstehen, wenn man vielleicht irgendwie drauf tritt oder so. Aber das Kabel an sich, da bin ich sehr zuversichtlich, dass da nichts passieren wird. Jetzt zeige ich euch nochmal einen kleinen Bonustipp, falls ihr wie ich oftmals das Ding habt, nach ein bis zwei Jahren Nutzung des iPhones, dass das Gerät nicht sofort lädt. Dann denkt man manchmal, ja okay, meine Ladebuchse ist kaputt, aber keine Sorge, es ist meistens nur ein bisschen Staub in der Buchse. Da könnt ihr mit was sanftem wie ein Stück Papier einfach wie eine Art Pinzette oder einen Zahnstocher vorsichtig in der Lightning-Buchse mal den Staub von hinten nach vorne holen und dann seht ihr, dass da ein ordentlicher Staubwischel rausfällt und das verstopft die Lightning-Buchse oftmals. Deswegen kommt es manchmal dazu, dass das iPhone nicht lädt. Also das ist ein ganz kleiner Pro-Tipp, das könnt ihr dann auch bei euch überprüfen. Das hilft dann bei Problemen beim Laden. Das soll es dann erstmal wieder von mir gewesen sein. Falls du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich über ein Like, einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich freuen. Hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um meine Interessen. Das sind in der Regel Tech-Produkte. Und falls dir das auch gefällt, dann bist du hier an der richtigen Stelle. Wir sehen uns dann hoffentlich, wie gesagt, im nächsten Video und bis dahin, ciao.